also vom zentralen Leben, von der Einrichtung Zentrale, Hauptquartier, jetzt in den aktiven Dienst mehr oder weniger, ich sag mal, an der Waffe getreten durch den Umstand, da sie halt nicht mehr wirklich was zu koordinieren hat, ne? Nicht mehr so wirklich, was sie machen kann, was sie aber so, was sie halt so nebenbei machen kann, sagen wir mal so. Seitdem es die COG nicht mehr wirklich gibt, weil die haben ja in Teil 2 Jacinto komplett versenkt und sind halt damit, naja, bisschen im Arsch. Also gesehen, und ihre Mutter, die Lieutenant Stroud, ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen heißt, ich. Riecht das nach Rauch? Evakuierung vorbereiten. Das gesamte nicht benötigte Personal. Sofort zu den Rettungsbooten. Wiederhole, Evakuierung vorbereiten. Das hört sich nicht gut an. Oha. Die Sovereign ist schon mal gut zerlegt worden, auf jeden Fall. Ja. Oh ja. Ja gut, es sind, sollte kein Problem sein, da ein paar Ventile zu finden. Und ich weiß auch schon, wo eins ist. Aber da muss ich erstmal wieder an 100.000 Leuten vorbei. Da ist doch noch irgendwo eine. Ich sehe ihn noch nicht. Da ist er. Ja. Die liebe Mutter von Anya war auch halt im aktiven Dienst. Die war eigentlich nicht so die Offizierin. Beziehungsweise war halt nicht so die Koordinatorin. Sie war ein ganz normaler Infanterie. Und sie tritt praktisch jetzt in den Fußstapfen ihrer Mutter. So mal so eine kleine Hintergrundgeschichte zu der guten lieben Anya. Natürlich ist sie mehr oder weniger auch liiert mit Markus. Ich weiß gar nicht, ob die ihre Liebschaft, also ihre Beziehung oder sonst irgendwas überhaupt schon mal jemals richtig gut getan haben. Ist halt immer so eigentlich On-Off-Beziehung. Ja, ist halt so immer die Frage, ist es nur was oder ist es eigentlich nix? Aber nur gut. Ja, spielzeittechnisch um die 9 Stunden sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen. Das heißt, irgendwie 35 Parts werden es wahrscheinlich insgesamt sein. Ich werde die natürlich wieder zwischen 14 und 16 Minuten schneiden. Länger werden sie nicht werden. Da werden, ja, dadurch werden zwar die Folgen, also die Part-Folgen länger. Also, dass es halt mehr Parts gibt. Aber so komme ich halt bedeutend besser hin, als wenn ich da ein paar, ich sag mal so 20 Minuten Folgen nehme, die sich sowieso kein Schwein anguckt. Ja, und du auch, Freund. Ist halt besser, als wenn ich, ist halt schlechter, als wenn ich da irgendwie. Wir werden das ganze Schiff verlieren, wenn wir dieses Feuer nicht eindämmen. Hol den Feuerlöscher! Ja. Ist halt besser, schlechter, als wenn ich da, so wie ich das halt auch bei Gears of War, nicht Quatsch, Gears of War, genau, jetzt tausche ich schon die Spiele, so wie bei Army of Two gemacht habe, da ein paar kurze oder normale 15-Minuten-Folgen. Und da haben wir den Leviathan. Holy shit, der Viech ist aber auch hässlich. Das Ding befolgt keine Tipps. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich die kompletten FNX zurückgemacht? Alle in Ordnung? Wir müssen in der Technik sein. Oh Wunder, wir leben noch. Dorm ist halt mega alt geworden, finde ich. Im Gegensatz. Was für ein hässliches Miststück! Da haben wir Cole. Cole, kannst du den Mist sehen? Baby, wir haben den besten Ausblick. Wir sind auf der Brücke, direkt über dem Schiff. Kannst du das Ding von dort aus wegpusten? Wissenschaftlich ausgedrückt? Sein Hirn muss zum Arsch raus! Frag doch mal Bert nach einer Idee. Los, wir müssen einen Weg zurück zum Flugdeck finden. Ja, wird schon. Achso, das ist ja schon. Halt, da war doch was. Denke, hier kommen wir durch. Wiederhole, sofort ablegen. Achso, jetzt sah so aus, als wenn das noch was Einsammelbares ist. Wo war ich denn jetzt? Egal. Achso, mit dem Partling, genau. Ist halt für mich auch nicht wirklich anderer Schneidaufwand, als wenn ich da 20 Minuten Folgen mache. So mache ich halt 14 bis 16 Minuten. Zwar mehr habe ich denn
im Endeffekt mehr Parts, ist aber so im Endeffekt schöner zum Schauen, ist halt kürzer und ist halt kurzweiliger, als wenn ich da irgendwie so was, weiß ich, was für 1000 Jahre lange Parts mache. Ist ja so meine Meinung, ich habe jetzt auch kein Problem, wenn mich das, wenn ich den Typen mag und auch die Videos mag von dem, da habe ich auch kein Problem, 20 Minuten Folgen anzuschauen, aber ich kenne ja meine ganzen Pappenheimer, hier wird Gears of War wahrscheinlich eh nicht so ordentlich ankommen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe halt die Serie halt angefangen und ich möchte halt Gears of War, die Reihe, allein weil es halt gute Spiele sind und ich finde, die gehören doch zu meinem Kanal mit zu, weil eigentlich veröffentliche ja mal auf meinem Kanal alle Games, die ich jemals in meiner Kindheit oder generell in meiner, ich nenne es mal Zockerkarriere, gespielt habe und die ich halt ganz geil finde. Und da, wenn es halt Serien sind und ich bin ja halt so ein Serientyp, das heißt, ich werde die komplette Serie auch, ne, machen. Okay. Holy shit! Ja, soll er ja. Die Polypen gehen mir echt auf den Keks, Mann. Wartet mal. Ich hab doch eine gute Pistole. Ich nehme mal die Pistole, fertig. Ich muss einfach mal ein bisschen Lancer-Muni sparen. Ich bin der Meinung... Achso, wir spielen übrigens auf normal. Ohne Scheiß, Mann. Der Typ ist... Der Leviathan ist so hässlich. Oh, guck mal. Warte, warte, Licht. Okay, lasst uns nach oben gehen, bevor dieses Ding zurückkommt. Oh ja, ist so viel... Ja, Markus, sagst du dir eine Pause gegönnt hast, hatte das blonde Genie eine Idee. Kannst du das Vieh zum Bug runterlocken? Dann machen wir ihm Kopfschmerzen. Tiere lieben mich einfach. Einen Moment, Cole. Wird gemacht. Da haben wir noch ein bisschen Muni. Natürlich kann ich jetzt ja jede Muni mitnehmen. Wenn jetzt zu zweit oder zu mehr Mann spielt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht wirklich bis zu vier Mann. Wir brauchen eine größere Peitsche. Nehmen wir die zwei Silverbacks von der Wartungsrampe. Muss man halt natürlich darauf aufpassen, dass da. Ja, bin ja unterwegs. Dass man da ein bisschen die Munition aufteilt. Okay, die zwei Silverbacks sind hier drin. Öffnen wir mal die Tür. Ach da. Ups, falsche Taste. Komm, nimm X. Natürlich, ne? Gears of War 1 beispielsweise ist jetzt von der Liste gestrichen. Also man könnte es theoretisch jetzt wieder kaufen. Hier hat man beispielsweise den zweiten Silverback. Oh, das wird ein Spaß. Und da läuft der Dorm auch schon heute. Also, ja, Gears of War 1 wurde jetzt nach 10 Jahren von der Indizierungsliste A, glaube ich, runtergenommen. Und ist mehr oder weniger eigentlich jetzt nicht mehr initiiert in Deutschland. Man kann es halt ganz normal frei kaufen und wir müssen da übrigens durch. Und zack. Oh mein Gott! So. Da kommt er. Oh ja. Haltet ihn vom Schiff fern. Los, ja, ja. Eigentlich normalerweise sind die Augen da eigentlich ganz interessant. Ja, ja. Ah, falsches Auge. Das andere wäre ein bisschen besser gewesen, weil es leuchtet geiler. Ja, ja. Ach ne, ich hab nur Dinge so. Ja, ich würde das Auge ganz gerne haben, weil dann. Das ist dann nämlich Kapotski und dann kann ich nämlich nur noch in das andere Auge schießen und das müsste eigentlich auch bald kaputt gehen. Ja. Na komm. So. Und dann einfach nochmal ein bisschen so reinballern, dann passt es. Und natürlich haben wir dann auch ein paar neue Lamben. In Locust-Form. Bloß, dass die Viecher hier. Ja. Keine Ahnung, ich bezweifle es. Ja, die Polypen sind halt mega lästig. Na komm. Komm. Haben wir noch ein paar? Ja, ja. Wie gesagt, das Game macht halt mega Fun. Ich erfahre doch. Was war ich denn jetzt schon wieder aus, Mann? Ich schneide heute so viele Themen an, ich merke halt, das ist... Ja, das ist wohl wahr. Direkt unter... Achso, direkt unter der Blücke. Ich bin überhitzt.
Interessant, dass mein Controller auf einmal anfängt zu leuchten, obwohl vorhin... Normalerweise aufs Auge. Tat das weh? Nein, überhaupt nicht. Er ist nur ein bisschen angepisst, weil wir ihn kitzeln. Mit den Dingens. Naja. Was hab ich denn eben gerade gesagt, Mann? Ich komme halt so aus dem Takt, weil das Spiel fasziniert mich halt mega. Wie gesagt, achso, 9 Stunden, das hatte ich. Ich keine Ahnung. Ich muss mir nachher nochmal die Aufnahme angucken, weil ich gesagt habe. Entweder war es wichtig oder es war halt nicht wichtig. Keine Ahnung. So. Na, wo bleibt der Leviathan? Er ist direkt unter der Brücke. Jetzt oder nie, Marcus. Ja. Wir haben hier einen nicht gelandeten Leviathan. Seid ihr bereit? Jo, gib uns eine Minute. Ah, sag Bert, er soll es nur hochjagen und keine verdammte Symphonie komponieren. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. Na, dann komm. Was halt interessant ist, dass halt wirklich viel, viel mehr Leben hier in Gears of War eingehaucht wurde. Habe ich halt so das Gefühl. Das ist mir damals auch schon so vorgekommen. Eine Stunde zuvor. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich hatte. Jo. Cole und Bert. Hey Carmine, alles klar? Du bist verdammt ruhig. Es kann nur einer reden. Und Bert plappert doch ohne Pause. Ich kann ihn knebeln, wenn du willst. Würde ich gern tun. Warum dachten wir gleich nochmal, dass man in Hanover nach Vorräten suchen sollte? Baby, vertrau dem Coltrane, um die Schätze zu finden. Das ist mein Gebiet. Kugas Territorium. Ja, ja. Als ob das gerade viel ausmacht. Okay, 7-0. Wir melden uns, wenn wir was finden. Roger, gute Jagd. Jo, wir sind jetzt nämlich mit Bert und Cole unterwegs. Wir springen ab und an mal ein bisschen hin und her, wenn wir halt getrennt sind. Finde ich ganz geil, dass so hat man eine schöne... Ist also dein Zuhause, Cole? Noble, hat sich in der Zwischenzeit viel verändert? Hey, die ganze verdammte Welt sieht so aus. Bewegung! Jo. Naja, aber man sieht halt, es ist... Hey, guck mal da drüben. Ich schätze, das war mal ein gestrandeten Vorposten. Oh, ja. Irgendwie glaube ich nicht an einen natürlichen Tod. Wirklich, Doktor? Yep, nenn es weibliche Intuition. Sam. Ach, das ist Sam. Okay. Zeitverschwendung. Es muss hier noch weitere Außenposten geben. Suchen wir weiter. Okay. Ja gut. Ich würde sagen, hier machen wir kurz eine Pause. Ja. Ich würde sagen, hier tue ich aufhören, weil er passt. Dann sind 45 Minuten eigentlich, vor die eine halbe Stunde aufnehmen. Egal. Hoffe, es hat euch gefallen und ich jetzt erstmal kurz meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Gears of War 1 runter von der Liste nach 10 Jahren. Gears of War 2 wird in 2 Jahren wahrscheinlich auch runtergenommen, weil die 10 Jahre sind dann halt abgelaufen. Dann heißt auch nicht mehr indiziert. Und Gears of War 3 ist das erste Gears of War, was jemals in Deutschland Uncut angeblich rausgekommen ist. Ich hab's aber von Österreich, das heißt Uncut garantiert. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich hab dir auch alles soweit gesagt. Wir spielen jetzt mit Cole eine Stunde früher, was da passiert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So die erste Dreiviertelstunde. Und ich hoffe, ihr seid genauso im Gears of War Fieber, wie ich hier gerade bin. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.